Gedenkstätte wurde erst 1951 eingerichtet und hier liegen die Funktionäre und Persönlichkeiten von Staat und Regierung bzw. KPD, SPD-Funktionäre des Anfang 20. Jahrhunderts und wir stehen direkt vor dem Grabstein von Rosa Luxemburg und man kann dieses Rondell jederzeit besichtigen und ein Blümchen legen. Jedes Jahr finden hier Demonstrationen zu diesem Ehrenmal statt. Ja. Wieso finden diese Demonstrationen nicht dort statt, wo wirklich Karl Liebknecht begraben ist? Ja, weil das ist tatsächlich so entschieden worden, dass dieses Ehrendenkmal oder Revolutionsdenkmal nicht wieder aufgebaut wird, weil man auch den SPD-Mitgliedern hier eine Grabstätte geben wollte, weil das Revolutionsdenkmal nur durch die KPD wieder aufgebaut und auch finanziert worden ist. Und deshalb hat man entschieden, man macht ein gemeinsames und baut das hier 1951 auf. Leider ist damit aber in Vergessenheit geraten, dass es ein eigentliches Grab oder eine Grabstätte gibt von Karl und Rosa, eben im armen Teil dieses Friedhofs und dass man eventuell wenigstens darauf hinweisen sollte, dass das vorhanden ist und dass jeder entscheiden kann, wo er hingeht oder ob er beide besucht. Auch wenn es losgeht und Fakt ist, dass es mich also ganz doll interessiert, was sich hier abgespielt hat auf diesem Friedhof. Er ist ja noch gar nicht so sehr alt. Er ist also wirklich erst 1891 eröffnet worden, dieser Friedhof. Und damals gehörte dieses Stadtgebiet auch noch nicht zu Berlin. Eingemeindet wurde es erst 1920 und Karl und Rosa wurden hier beerdigt auf diesem Friedhof und auf dem sogenannten Verbrecherteil des Armenfriedhofs. Das war die einzige Stelle, die der Senat hier zur Verfügung gestellt hat, wo also diese beiden Arbeiterführer oder Führerin beerdigt werden durften. Und dieser Demonstrationszug zog sich natürlich mit Hunderten von Arbeitern mit zwei Särgen. Es war nur einer belegt, nur Karl war in dem Sarg, über diesen Friedhof. Und ich denke mal, wir wandern heute ganz einfach mal diesen Weg. Ich habe auch, wie sich's gehört, zwei Nägel mit dabei, die wir dann ablegen werden auf dieser ehemaligen Grabstätte von Karl und Rosa. Ja, also wir sehen ja nun hier, dass hier also ein Wegweiser ist zum Revolutionsdenkmal. Das wird auch tatsächlich so genannt, auch während des Aufbaus ist es so genannt worden. Aber man findet wirklich nicht hier auf dem ganzen Weg einen Hinweis, dass dort auf diesem Revolutionsdenkmal auch Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg beerdigt worden sind. Diesen Hinweis gibt es nicht. Es wird immer nur gesprochen vom Revolutionsdenkmal. Und ich denke mal, viele Besucher, die hierher kommen und eigentlich dorthin möchten, sind etwas irritiert, weil sie damit mit dem Namen zunächst nichts anfangen können. Also wir sind jetzt auf dem Feld der VDM-Toten, das heißt, Sie sehen alles gleiche Steine und leider muss man mit Erschrecken feststellen, dass manche Steine gekennzeichnet sind mit einem Aufkleber, dass der Stein nicht mehr standsicher ist. Ich persönlich finde es absolut geschmacklos, so einen Aufkleber kann man auf die Seite kleben. Erstens und zweitens bin ich der Meinung, dass also auch der Senat das Geld bereitstellen müsste, dass so ein Stein standsicher gemacht wird. Das kann nicht sein, dass von vornherein ein Aufkleber fast auf dem Namen draufsteht. Das empfinde ich als geschmacklos, würdelos und entspricht auch nicht. Ich habe zwei Nägel hingelegt für Karl und Rosa, die hier ihre letzte Ruhestätte fanden auf diesem Friedhof. Die Arbeiter sind hierher marschiert, Armteil, was ich schon am Anfang sagte. Hier stand ein riesen Revolutionsdenkmal, es war 12 Meter lang, 4 Meter tief und 6 Meter hoch. Mies van der Rohe hat es konzipiert, hat es entwickelt. Es hat 2 Jahre gebraucht, um das zu erbauen. 1924 war die Grundsteinlegung und 1926 ist es eingeweiht worden. Es ist ab 1933 von der SA bewacht worden. Alle Anhänger der KPD, die sich hier versammelt haben, sind festgenommen worden, wurden also verfolgt. Und 1935 wurde es eingeebnet. Auch die beiden Gräber, sie existieren nicht mehr. Ganz, ganz tolle Arbeiter haben also die Grabplatten von beiden ins Gebüsch geworfen. Es ist dadurch erhalten geblieben. Die beiden Grabplatten sind also durch Pflanzen und Sträucher überwuchert, wurden dann viele Jahre später gefunden und sind heute im Museum für Deutsche Geschichte ausgestellt. Ja, viele, die das nicht wissen, kommen hier gar nicht her. Wir wissen es und sind Gott sei Dank hier.
Dann waren die Mittel nicht da, dann war man der Meinung, man sollte für alle, ne, diesen großen Gedenkstein da vorne bauen. Und es ist bis heute noch im Gespräch, ob man es wieder aufbaut oder nicht, aber es fehlen einfach die Mittel dazu. Deshalb sind wir schon froh, dass es seit 1983 überhaupt diesen kleinen Gedenkstein gibt. Also wir sind jetzt hier bei den Künstlergräbern gelandet und wir stehen direkt vor dem Grab von Käthe Kollwitz und ihrem Mann. Dieses Grab wird von der Stadt Berlin gepflegt. Die Platte sieht man hier ganz deutlich noch zu liegen. Und hier sind so einige Künstler, die man namentlich kennt. Leider auch nur die ältere Generation, die etwas jüngeren, werden vielleicht nicht mehr so viel damit anfangen können. Aber neben Käthe Kollwitz liegt zum Beispiel Otto Nagel, ganz bekannter Berliner Maler. Und wenn wir uns umdrehen, finden wir vielleicht den einen oder anderen Künstler von Berlin, der hier seine letzte Ruhestätte hat.